herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Paddy und Chrissy sind nochmal im DiscoFox für euch unterwegs mit einer kleinen Workshop-Bewegung, der sogenannten Schere. Wir starten direkt in Doppelhandhaltung, da kommt ihr aus verschiedenen Bewegungen hier herein und nehmen ein Damensolo unter beiden Händen. Das heißt, beide Patschehändchen hoch und die Dame auf die andere Seite. Dadurch bekommen wir eine sogenannte Doppelkreuzhandhaltung. Ihr seht es, wenn wir die Arme ein wenig drehen zu euch. Beide sind gekreuzt und wichtig oben. Jetzt gehen wir Rücken an Rücken vorbei. Dabei ist es wichtig, dass die rechten Schultern zueinander kommen. Wir haben eine Weile gebraucht im Unterricht, bis wir das hatten. Wenn es knirscht, bitte sofort loslassen. Wir gehen aneinander vorbei und stehen jetzt Rücken an Rücken in jeweils einer Brezelposition. Jetzt tanzen wir dreimal das Verschieben. Eins, zwei, da, da. Eins, zwei, da, da. Und da wir den Herrn in einer Brezelbewegung haben wollten, sind wir nach dem dritten Verschieben rausgegangen mit eins, zwei, da, da. Wichtig da, er nimmt seinen linken Arm hoch, somit landet er in der Polizeigriff- oder Brezelvariante. Und jetzt können wir den Herrn noch ausdrehen. Eins, zwei, drei. Und damit er nicht so alleine dreht, dreht sie noch einmal ein Damensolo-Retour und wir sind wieder am Anfang mit Doppelhandhaltung. Das war's schon. Das zeigt man noch mal einmal kurz am Stück. In flüssig, wir haben Dame hinaus, dann hinten verschieben, dreimal der Seitenwechsel. Wichtig dabei, nicht zu weit laufen, sonst sind die Arme immer ein bisschen kurz. Einmal den Herrn hinaus, Dame noch Retour und schon sind wir am Anfang. Viel Spaß beim Üben wünschen wir euch und entweder sehen wir uns im Kurs oder auf dem YouTube-Kanal. Viel Spaß damit. Tschüss. Tschüss.